Willkommen zum Fazit von Caverna Hülle gegen Hülle, das Spiel für zwei Spieler. Ja, gleich vorweg, ich habe Caverna selber nie gespielt, von daher bin ich da unvoreingenommen sozusagen. Und ich versuche das Ganze relativ kurz zu halten, denn so viel gibt es nicht zu sagen von meiner Seite aus. Ja, ich fasse alles zusammen, das Material ist sehr gut, sehr hochwertig, kann man nichts daran aussetzen. Lediglich an den Holzspielsteinen, die sind ein bisschen zu groß für den Spielplan, für meinen Geschmack. Ich finde es zwar toll, dass die dabei sind, aber ein bisschen übersichtlicher und leichter spielt es sich schon mit diesen kleinen Anzeigenscheibchen. Ja, dennoch, sie sehen sehr gut aus, sind schöne Holzteile, aber ja. Spieleranzahl natürlich, dazu brauche ich nicht viel sagen. Thematik finde ich nicht schlecht, also ich finde, das Ganze hat da eigentlich mit dem Wendebauen und mit dem Ausbauen der verschiedenen Räume auch thematisch gut gelöst. In einem Gefängnis braucht man natürlich 4 Wände, in einer Schatzkammer 3 und einen Eingang und so. Ich finde, das Ganze ist thematisch schon recht gut gemacht und kommt eigentlich auch ganz gut rüber. Ja, Preis-Leistung. Dazu dann eben mehr noch im Fazit, aber da würde ich vorerst mal sagen, das Spiel kostet zwischen 20 und 25 Euro. Und ich muss ehrlich sagen, das, was mir in diesem Spiel geboten wird, würde ich nicht mehr als 20 Euro dafür ausgeben. Warum dann jetzt gleich in der Zusammenfassung? Das Spiel da kommt auch recht gut hin, jedoch, ich glaube 20 Minuten steht da drauf, da muss ich nochmal schauen. Na, 20 bis 40 Minuten, also unter 20 Minuten haben wir, beziehungsweise in 20 Minuten haben wir noch kein Spiel geschafft, ich und meine Frau. Ich denke, hier müsst ihr schon 3/4 Stunde bis eine Stunde einrechnen, denn man will das Ganze ja auch optimieren und da muss man dann schon mal grübeln, denn die Mechanik funktioniert sehr gut und das kann auch schon mal in ein paar Denkpausen natürlich ausatmen. Ja, zusammengefasst jetzt mein Fazit. Ich habe mir von Caverna ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Klar, das ist jetzt eine Kritik von mir. Es kommt der Uwe Rosenberg natürlich durch. Ich finde auch, kommen wir erst zu den positiven Teilen, dass die Thematik wirklich gut rübergebracht wird. Das Waren umtauschen mit den Gebäudebauen und so, das funktioniert alles. Es gibt hier nichts Neues im Prinzip. Das Ganze wurde sehr schön verzahnt auch mit den verschiedenen Aktionsplättchen und die Aktionen, die man aktivieren kann. Und das Spiel lädt definitiv auch dazu ein, länger über seine Züge nachzudenken. Und so ein Nachdenken besteht im Prinzip nur darin, welches Aktionsplättchen hole ich mir. Gibt es mir eher jetzt Ressourcen als Bonus oder kann ich damit viele Gebäude aktivieren? Dann aktiviere ich dieses Gebäude, bekomme ich Rohstoffe, dann aktiviere ich dieses Gebäude, gebe da den Rohstoff ab und hole mir dafür ein anderes. Generell so funktioniert die Denkweise in diesem Spiel und das Ganze jetzt da eben, bis man die ganzen Runden abgespielt hat und dann ist das Spiel plötzlich vorbei und es gewinnt der mit den meisten Siegpunkten an Räumen und Gold. Ja, das Ganze ist eigentlich recht schön und recht angenehm zu spielen. Ich mag es, ich liebe es, mit Ressourcen zu hantieren. Aber jetzt kommt das große Aber. Wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat, dann ist es einfach langweilig. Ja? Also soll jetzt keine Kritik sein, das Spiel ist wirklich gut, aber das Problem dieses Spiels ist, das werdet ihr auch in meinem Solo-Let's Play sehen, jetzt geht ein bisschen der Sturm da draußen, im Solo-Spiel versucht man einfach Punkte zu erreichen. Das heißt, man sollte 50 Punkte erreichen, wenn man 60 Punkte erreicht, also zwischen 50 und 60 Punkte, und wenn man die 60 erreicht, dann hat man wirklich ein absolut genial, top, hohes Ergebnis, was nicht leicht zu schaffen ist. Ja, und das Problem daran ist einfach, wenn man es einmal über die 50 geschafft hat, es fehlt einfach der Wiederspielreiz. Ich meine, man denkt sich schon, okay, ich probiere es noch ein zweites Mal, aber während des Spiels kommt man sich vor, als spielt man dasselbe Spiel wie vorher nochmal durch.
Er versucht zwar Variation reinzubringen in den Aktionen, ihr habt aber nicht viele Dreierblättchen, die sich da untereinander mischen, auch nicht viele Zweier, ihr wisst ungefähr, welche Aktionen dann ins Spiel kommen, wann sie circa kommen, wenn welche schon aufgetaucht sind und ihr wisst auch, welche Blättchen sich dann, wenn man das öfter spielt, ungefähr in dem Spiel noch befinden, die noch nicht aufgedeckt worden sind. Und das Ganze ist dann irgendwie so extrem repetitiv. Das heißt, man spielt ein paar Mal und dann hat man es gesehen. Meiner Frau ging es da auch so. Wir haben es gespielt und nach der ersten Partie sagen wir, ja okay, spielen wir noch eine zweite Partie, haben wir die zweite gespielt, aber auf die dritte, muss ich ehrlich sagen, da hatten wir dann keine Lust mehr, denn irgendwie fehlt dann die gewisse Action. Klar kommt man sich in die Quere, indem man sich absichtlich Plättchen wegnimmt, aber das ist irgendwie wirklich extrem zu simpel. Das Schöne ist zwar, dass man sich reindenken kann in die Warentauscherei, aber das große Problem des Spiels ist, es hat keine Langzeitmotivation. Da muss man wirklich viel Pause machen, damit man wieder irgendwann Lust hat, das Ganze zu spielen. Vor allem auch der Solo-Modus ist einmal ganz nett zu spielen, auch ein zweites Mal oder so lange, bis man mal über die 50 kommt und die 57 oder 56 Punkte erreicht, aber es fehlt einfach wirklich die Motivation, weil es irgendwie vorkommt, man spielt das gleiche Spiel fast nochmal durch. Ist schwierig zu erklären, aber das ist eine ehrliche Meinung von mir. Natürlich, Hardcore-Uwe Rosenberg-Fans sind vielleicht ein bisschen anderer Meinung, aber das ist eben mein Empfinden vom Spiel und ich finde, es hat einfach keine Dauermotivation. Ja, gibt es Alternativen dazu? Jetzt zeige ich euch Spiele in diesem Zweispielerformat, die mir viel besser gefallen, die ich auch noch nicht rezensiert habe. Aber ihr seht hier, das sind vier Spiele. Und das erste hier wäre, nein, wir sind ja, geben wir die Spiele hier rüber. Das Video handelt ja von Caverna. Ne? Kampf um den Olymp. Ist ein tolles Kartenspiel. Das sieht so aus. In diesem Kartenspiel legt ihr gegenüberliegend eure Krieger an. Spielt natürlich in der griechischen Mythologie. Und ihr versucht die Karten mittels anderfarbiger Kriegerkarten, jetzt grob gesagt auf der Hand, zu bezahlen und dann auszuspielen. Da gibt es dann so Farbwerte. Und wenn ihr da einen roten, grünen, gelben, blau, blau habt, zum Beispiel, dann werft ihr das ab und könnt hier diese legendäre Kreatur hier ausspielen. Ja, ich will ja zu den Spielen jetzt eigentlich nicht so ausführlich werden, aber das Spiel hier macht wirklich großen Spaß. So ein Spiel kann man immer wieder spielen. Es ist einfach toll. Ein richtiges Duellspiel. Natürlich etwas ganz anderes als Caverna. Aber jetzt sage ich euch, für 20 Euro würde ich da sofort zu Battle of Olymp greifen. Ja, dann Jäger und Speer. Ein auch ziemlich erfolgreiches Spiel. Mit einem Worker Placement Mechanismus könnte man so sagen, indem ihr versucht, einen Stamm aufzubauen. Da könnt ihr jagen gehen, Familie gründen und so weiter, einen Stamm größer machen. Auch ein etwas komplexeres Spiel, da habt ihr dann auch enthalten 99 Spielkarten, 10 Stammesmitglieder, 16 Hungerblättchen, 30 Verbrauchssteine, 2 Siegpunktsteine. Also ihr seht, für den Preis bekommt ihr hier schon, möchte ich mal sagen, einiges mehr als sogar in diesem Spiel enthalten ist, meiner Meinung nach. Und ein richtig tolles Spiel, das ich jedem empfehlen kann auch. Aber wie gesagt, ich kann ja nicht alles auf einmal rezensieren. Ich habe auch so viele Spiele dann. Tagi, ja auch ein sehr erfolgreiches, bekanntes Spiel, kennt fast jeder, indem ihr versucht, mit euren Setsteinen einen Kreuzungspunkt zwischen den Spielkarten hier herzustellen und dann den Kreuzungspunkt dann die jeweilige Aktion zu aktivieren. Auch ein sehr taktisches, strategisches Spiel für zwei Spieler, das man auch immer wieder auf den Tisch bringt, mehrmals hintereinander spielen kann, weil es einfach lustig ist. Und last but not least, Seven Wonders Duell, auch ein sehr bekannter Titel, so eine Art Engine Builder, in dem er auch seinen Draft-Mechanismus hat, wie ihr hier bei Caverna eben sehen könnt. So ähnlich in Caverna draftet ihr euch die Aktionen aus, hier die Karten, die eure
die euer Reich dann aufbauen sozusagen. Ein sehr, sehr tolles Spiel, sehr gelungene Umsetzung. Und so müssen zwei Spiele aussehen. Bringe ich auch gerne mal öfter irgendwo auf Reisen mit oder so, solche kleinen Zweispielerspiele. Und die haben es echt in sich und manche fühlen sich gar nicht so klein an, wie es einfach aussieht. Ja, jetzt habt ihr gesehen, diese vier Spiele hier sind absolut top, was ihr für den Preis bekommt, aber und auch viel Spielspaß. Aber damit kann Caverna leider nicht mithalten. Uwe Rosenberg-Fans, da würde ich auch eher zuerst mal zu einem Testspiel anraten, denn ich sage euch, das Ganze, ich habe mir sagen lassen, mit Caverna hat es nicht viel zu tun, ich habe Caverna natürlich nicht gespielt, aber man könnte auch sagen, das Spiel, wenn man fertig ist mit ein paar Partien, dann man möchte mehr, ja. Also wenn ihr da eine Stunde Spielzeit drauf habt oder eine Dreiviertelstunde, da denkt man sich dann, ja, okay, hätten wir doch ein Spiel gespielt, das 2 Stunden dauert von mir aus, aber viel mehr Strategie beinhaltet, viel mehr Taktik, viel schönere Aktionen eigentlich und das Ganze sich nicht immer gleich anfühlt, das wäre dann viel schöner gewesen. Von daher leider der Dauerspaß geht bei diesem Spiel hier verloren. Nichtsdestotrotz, ich finde die Mechanik ist super, es motiviert ein paar Partien, es ist schön die Waren zu tauschen und die Höhle auszubauen, das ist thematisch wirklich gut gelungen, aber nochmal, Dauermotivation geht verloren für den Preis. Ich würde mir von daher nicht mehr als 20 Euro bezahlen und für 20 Euro da bekommt ihr eines dieser schönen Spiele und würde ich euch auf jeden Fall eines davon empfehlen. Und Caverna, für mich leider ein Spiel, das bei mir nicht in der Sammlung bleiben wird, das wir wahrscheinlich nicht mehr spielen werden. Und von daher nochmal zusammengefasst, ein Spiel, das ein paar Partien lang echt lustig ist, das funktioniert, das Bock macht auf ein paar mehr. Aber dann, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, dann kommt man sich eben vor, als hätte man schon alles gesehen und es wird ein bisschen langweilig. Und ja, das war's. Mehr kann ich dazu nicht sagen als immer das Gleiche. Und das war's mit dem Fazit zu Caverna Hülle gegen Hülle. Tut mir leid für das Spiel. Aber gibt es noch andere tolle Rosenberg-Spiele, die wir dann auf den Tisch bringen werden. Und von daher, ihr habt viele Alternativen mit den Spielen, die ich hier gezeigt habe. Und ich hoffe, euch hat das Fazit gefallen und es hat euch informiert, beziehungsweise was ihr denn von diesem Spiel jetzt für einen Eindruck habt. Und ich möchte das Spiel auch nicht schlecht machen. Klar, es ist eigentlich ein gutes Spiel. Geschmäcker sind natürlich verschieden. Aber wie gesagt, das war's zu Caverna, Hülle gegen Hülle. Und bis zum nächsten Spiel dann, euer Austrian Board Gamer.